Ja, also vielleicht, falls ihr euch wundert, ich bin nur dahin gezogen nach Stuttgart. Erst seit kurzem. Wundert mich. Das hört sich immer. Ich bin immer sage, ich komme aus Stuttgart so und dann wundern sich immer die Leute. Um den Schwabel ist so, alter Hegebrunser. Ich kann nicht auf dem Wort nehmen, diese komische Landkarte. Ist nicht so einfach, Schwäbisch nachzumachen. Keine Ahnung. Okay, ready? Flo, bist bereit? Vielleicht nochmal eine kleine Unterstützung für den Flo. Ich muss mit ihm mal nochmal ein bisschen. Also, wir können jetzt quasi Zeuge von einem Weltrekord sein, weil vielleicht. Ja, vielleicht drei Menschen auf der Welt, sage ich mal, schaffen würde. Dafür muss man echt 10 Jahre fahren, obwohl es eigentlich so einfach immer aussieht. Aber ihr wisst ja, da steckt oftmals mehr dahinter. So. Okay, pass auf, ich zähle jetzt von 3 runter bis auf 1 und sag dann Go und dann starten wir, okay? Warte mal, Martin, Flo, brauchst du irgendwie Musik? Macht dich locker oder so? Musik, ja. Also okay. Musik wäre noch ganz cool irgendwie. Ganz easy. Der Tonman hat es, glaube ich, gehört, dass wir gleich Musik brauchen. Oder okay, Martin, bist du okay, bereit? Ready? Publikum, seid ihr bereit? 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aha! Die Zeit läuft! Die Zeit läuft! Unterstützt von den Flo, die Zeit läuft! Bei 19 stehen wir. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, Flo, Martin, was sagt die Zeit? Noch 20 Sekunden. Komm, Flo, wenn du jetzt durchziehst, ihr seht schon, der ist ein bisschen. Ja, da kommt der ganze Bier raus jetzt von der Seite. Muss man sich halt vorher überlegen. Ja. So. 30, komm, Flo, gut! Komm, 5 Sekunden ab. 4, 3, 2, 1. Okay. Also, das war jetzt mal. Das war jetzt mal die Hälfte. Aber ihr seht, theoretisch ist alles drin so. Willst du nicht mal ein bisschen ausruhen so? Dann kann ich das jetzt ein bisschen. Sagen wir mal, Weltrekordversuch Nummer 2. Seid ihr dafür bereit so? Gibt mal den Flo ein bisschen Gas so. Wir zählen wieder runter von 3 auf 1. Daniel, ist das gut? Ja, also, Flo ist ein Jugendlicher, okay. Ich hab damit gar nichts zu tun eigentlich. Alles gut. Ja. Aber ich sagen, 3, 2, 1, go! Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ach, nur so ein Fehler, komm Flo, let's go. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, komm Flo, Martin, was sagt die Zeit? Noch 20 Sekunden. Noch 20 Sekunden, Flo. Jetzt gib mal Turbogas hier. Zu Hause macht er das echt locker, ey. 31, 32, 33, 34. Flo. Noch 8 Sekunden. Jetzt komm, mach doch mal hier. Ja. Und stopp. Okay. Also jetzt haben wir uns schon mal gesteigert, ja. Wir sind jetzt schon mal der 40er-Grenze sehr nahe gekommen. Flo, wo warst du denn jetzt danach noch? Ich werde nicht so viel sagen, ich muss noch voll. Ja, dann mach ich mal. Ich gebe mal Daniel ein bisschen Applaus. Genau. Wenn euch das gefällt, einfach applaudieren bitte. So muss das sein. Yeah! Run, roll, stunt. Das ist rutschig, wa? Kannst du uns Salto rückwärts machen mit dem Ding? Ja. Das ist eine Frage. Yes. Alter, was kann man anderes? Okay, zeig mal. Ja, ich, nee. Ich kann nicht.
machen, Daniel. Wieso? Ich schon was davor. Unterstützt den Daniel mal, der möchte nämlich jetzt mit einem Fuß. Come on, jetzt bin ich einmal gespannt. Und möchte dann über dem Oberrohr in die Pedale treten. Können nicht viele auf der Welt. Und so sieht das aus. Guck mal. Ja. Ich mach's nur nach, wenn du nächstes Mal in Berlin bist wieder. Tragt ihr eigentlich so Eierschütze? Sag ich nicht gerade, jetzt als Frau sogar. Ich trage gar keine Unterwäsche. Okay. Ja, auch sehr schwere Sache. Dafür Flo. Flo, Phänomen bei dir ist ja, dein Sattel ist ja abgeschnitten vorne, oder? Ja. Warum? Aber das hat nichts mit meinen Eiern zu tun. Okay. Sondern eher mit meinem Fuß, damit es mich da nicht anhaut. Ja, sehr schön, Daniel. Das ist ja fast Bundesliga jetzt, ne? Ja, Daniel macht die 64 Flo, wenn du nicht aufpasst. Okay, wie sieht's aus? Los? Dann kann ich noch. Wenn du so über die Straße fährst. Yes. Okay, Flo checkt jetzt nochmal die Speichen zwischenzeitlich. Alles gut? Genug Grip da. Herr Flo, ihr könnt Zeuge sein eines Weltrekords. Werdet davon noch euren Kindern erzählen. Ja, vielleicht. Man ist ja nicht. Ausziehen, Baby. Guck mal, die Frau kommt ganz schüchtern weg gleich nach vorne. Ja, der Flo übrigens auch Fan von Tattoos. Sehr gewagt. Dinger da. Also. Sexbomb. Okay, bist du fertig, Flo, dann zähl ich runter. Warte mal. Brauchen wir kurz mal. Und zwar, gib mal noch mal den jungen Mann bitte noch einmal Applaus. Wie gesagt, er ist super aufgeregt, also jeder, der schon mal irgendwie vor Leuten stand, weiß, wie da das Herz pumpt, so. Die Bedingungen sind ein bisschen rutschig. Und jetzt kommst du auf Anflug. Dritter Versuch, die 40er-Marke hast du geknackt davor, fehlen also noch 20. Deshalb müssen wir ihn jetzt, ich weiß nicht, brauchst du noch irgendwas zu trinken oder? Die Musik kann lauter sein. Okay, also jeder, der dann mal danach probieren will, heute vielleicht auch noch einen Weltrekord aufstellen, kannst du das probieren? Das gilt immer nur für eine Person sozusagen. Okay, dann so. Martin, bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du bereit? Ich bin bereit. Los, fertig. Dann fang ich an. Okay, nochmal Konzentration. 3, 2, 1, go! Also vielen Dank, dass ihr uns dabei so unterstützt habt. Ja, vielleicht, wenn es dann im Oktober ernst wird, dann vielleicht sieht man ja den einen oder anderen wieder. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung und viel Spaß noch auf der Tattoo-Convention. Ciao. Applaus für Fuck.